So, ich würde sagen, das war dann ein ungewollter kleiner Part-Cut. Herzlich willkommen zum neuen Part zu Let's Play Far Cry 5 und zu meiner Wenigkeit, dem Capella. Und ja, wir schauen mal, was wir hier haben. Was interagieren? War ich hier? Ja, aber da müssten wir ja nicht weiterkommen. Ja, weil alles unter Wasser ist und ich würde behaupten, da haben wir nicht wirklich viel zu suchen drin. Wir müssen also das Stromaggregat anmachen, damit die Pumpe den ganzen Suff da rausholt. Bislang haben wir hier keine Gegner gesehen, wa? Gucken wir uns trotzdem mal ganz genau um, was wir hier so alles haben. Plündern. Pistolenmunition ist voll. Da hinten laufen ein paar Leute. Ich weiß nicht, ob das ganz normale Leute sind oder ob das so voll bekloppte Freaks sind. Was haben wir denn da? $20 haben wir gefunden. Wow. Verschlossen, Schlüssel wird benötigt. Hm. Tja. Wer hat jetzt den Schlüssel, ist die Frage, ne? Und was ist das hier? Ist das eine Blume, die man pflücken kann? Okay, wir können auch Pflanzen sammeln. Wunderbar. Tja. Ja, wir haben ja hier so viele... Ja, aber da kommen wir ja nicht rein. Oder können wir da reinschwimmen? Anscheinend können wir das sogar. Das ist aber nett. Da ist doch der Schlüssel. Okay, gut. Das hatten wir. Nee, ich will die Schaufel. Ich will kein Paddel. Okay, das hätten wir. Das heißt, jetzt können wir da hoch. Geil. Dann müssten wir jetzt da runterkommen. Was war das? Eine Art Schatzkammer? Ah nee, wir müssen das noch anmachen, ne? Das ist schon wieder geil gemacht. Ziemlich duster. Und ein bisschen spooky. Mehr ist hier nicht drin? Aber ist doch alles. Das müsste doch alles noch. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn da jetzt weggenommen? Ach, wir können nur eine. Hm, gut. Ja, sehe wohl. Das nehmen wir alles mal mit. Ich weiß nicht ganz genau, wofür wir das jetzt noch brauchen. Aber ich denke mal, das Spiel wird uns da schon ausführlich dann erklären, wofür und was warum. Also wir können entweder einen Bogen haben oder ein Gewehr. Ich finde den Bogen an sich eine geile Idee. Muss ich ja mal sagen. Das gefällt mir. Und wir haben immerhin auch einen versunkenen Schatz gefunden. Das hat da auch nicht jeder. Von da aus, weiß ich zwar nicht, ob das so gut ist, aber was auch immer, ist doch egal. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern wir nochmal mit ihmchen quatschen sollen. Hm. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich werde nochmal einfach mal hochwackeln. Vielleicht hat er ja eine neue Aufgabe für uns oder sowas in der Art. Weiß ich nicht. Mal gucken. Hey, Keule! Der hat keinen Bock mehr auf uns.
Naja, gut. Ist egal. Dann würde ich sagen. Mal einiges hier zu erkunden. Upsala. Aber unsere Aufgabe ist erstmal so oder so, die Insel hier zu befreien. Und das werden wir auch erstmal machen. Und zuerst mal unsere erste Hauptaufgabe. Boah, sieht schon geil aus hier. Haben das schon cool gemacht. Da. Na, ah, da ist okay. Wir haben ja also direkt vor uns einen kleinen Außenposten von den sogenannten Sektis. Aufpassen, wir dürfen uns ja auch nicht wirklich was sogar eine Geisel. Ja. Hallo? Rangerstation befreit. Okay. Ich wollte noch mal ganz kurz gucken, ob wir das jetzt Hilfe auf Abruf. Story-Mission. Was haben wir denn hier alles? Nehmen. Eine neue Region haben wir. Wer bist du? Aha. Nee, nicht reden. Ist nicht so toll. Okay. Hier Mucke im Hintergrund. Hey Lance, ich bin etwas unschlüssig, was ich dir raten soll. Die Seeds haben keinen Anspruch auf das Grundstück. Die Station steht schließlich auf Staatsbesitz. Aber wenn ihre Leute da in der Gegend rumlaufen und, wie hast du das genannt, Messungen vornehmen, dann könnte man diese Leute bestimmt wegen Hausfriedensbruchs belangen. Ich weiß, die sind irgendwie komisch und reden nicht viel. Wollen wir mal mit ihmchen reden? Sir? Okay, nee, anscheinend kann man nicht mit jedem reden. Kann man da rein? Nö. Okay, wir haben einfach nur ein Lager erreicht. Okay, gut. Gut, gut, gut. Ja, wir haben hier einiges. Zentraler Funkturm, das haben wir schon, das haben wir schon. Da unten haben wir noch so einen Sektenschrein. Den gönnen wir uns mal.
Denn den hätten wir eigentlich zuerst machen sollen, aber gut, das habe ich jetzt leider ein bisschen verpeilt. Gut, macht ja nichts. Wir gucken mal, was das ist. Haben wir denn Bogenschussmunition? Ja. Das war's schon. Ein paar gezielte Schüsse und schon ist das Ding erledigt hier. Ja, ups, ich werfe da einen Molotow-Cocktail. Ich wusste gar nicht, dass ich einen besitze, um ehrlich zu sein. Fail. Okay. Nichtsdestotrotz haben wir's. Ich wechsle das mal. Ich finde eine Waffe erstmal primär besser. Hilf mir, ich will kämpfen. Hilf mich, will kämpfen. Ja, das ist mein ich war erledigt. Danke. So, ich hab doch... Da. Okay, er kämpft jetzt für uns. Das ist doch prima. Was wollen wir mehr? Und wir gucken uns jetzt mal die Insel nochmal ganz genau an. Und zwar soll da ja irgendwo ein Schrein sein. Der wird wahrscheinlich bewacht, wie so alles andere auch auf dieser Kack-Insel. Was zum Henker? Okay. Wir finden echt einiges, ne? Granaten. Ich würde sagen, das Ding machen wir mal kaputt hier. Das ist ja mal geil gemacht. Cool. So. Die Scheiße brauchen wir hier auf der Insel nicht. Das ist nämlich unsere Insel, liebe Leute. Okay. So, dann gucken wir uns hier mal nochmal ganz genauer an. Wir gucken uns nochmal auf der Karte um. Ich glaube, wir haben jetzt soweit erstmal alles. Da drüben sind zwar noch kleine Inseln. Könnte natürlich sein, dass da irgendwas ist, ne? Deputy, es bringt gar nichts, die Insel jetzt zu verlassen. Der Nebel ist derzeit wirklich undurchdringbar und du würdest nur draufgehen. Der Nebel verzieht sich nicht. Was? Okay. Naja gut, okay, wir dürfen wirklich diese Insel nicht verlassen. Anstatt im Spiel zu sagen, verlassen erstmal, aber nun gut, okay. Deswegen jetzt extra einen neuen Ladebalken jetzt anzuschaffen. Okay. Hätte man anders lösen können, das Problem, oder? Wie seht ihr das? Egal.
ist die Frage, was ist jetzt noch? Okay. Alles. Okay. Na gut. Dann werde ich jetzt einfach mal weiter. Einfach mal. Was haben wir hier nochmal? Nee, da will ich aber eigentlich noch nicht hin. Ich will erstmal zum zentralen Funkturm noch. Um ehrlich zu sein. Und wenn wir das haben. Ich will ja erstmal die Insel fertig kriegen, so wie der Typ das gesagt hat. Bevor ich jetzt einfach eine Hauptmission mache und dann wieder von der Insel abkomme oder was auch immer. Von aus machen wir das erstmal. Wir haben Munition, wir haben Pistolen, wir haben. Ach, wir haben eigentlich so einiges hier. Ein Wurfmesser haben wir sogar auch noch. Und wir können uns Molotov-Cocktail. Ah, guck mal, da steht sogar, was man braucht und was wir haben. Okay, das ist natürlich nice. Okay, so weit sind wir jetzt nicht mehr entfernt. Und hier ist niemand? Hätte jetzt irgendwie erwartet, dass da der, dass der besetzt ist irgendwie. Aber sieht so aus, als wenn. Okay, wir können sogar rein. Können wir da rein? Schlüssel wird benötigt. Oh, ab nach oben hier. Im Sausemarsch. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Das ist aber hoch hier. Ich weiß auch gar nicht, was wir da ganz oben wollen oder vorhaben. Und noch eins höher, was zu schön war. Hm, den können wir noch nicht machen. Denn da hinten. Nur rein kartentechnisch gesehen. Das ist ja auch so ein scheiß Ding. So, den holen wir uns doch von hinten. Oh, meine Fresse! Fuck, das ist gar nicht gut. Ein paar gezielte Schüsse und das war's schon. Nice. Gewehrmuni. Plündern. Wir wollen ja alles so weit mitnehmen, wie wir können. Bomben. Aber mehr gibt's auch nicht, ne? Das ist eher so eine Art wirklich Erfolg oder sowas in der Art, ne? Was ist das da hinten? Das ist diese Anlegestelle, die wir da unten hatten. Ja, ich würde sagen, wir gönnen uns wirklich erstmal die Hauptmission anscheinend. Müssen wir das erstmal durchziehen? Haben wir die nicht schon befreit? Wir könnten die nicht kriegen. Hey, hol mich hier raus. Schnell und leise. Ich habe keinen Ausweg mehr gesehen. Zum Glück warst du da.
Ja, die habe ich doch schon kalt gemacht. Du hast die richtige Wahl getroffen. Okay, ach, jetzt müssen wir darüber. Na ja, gut, okay. Hi, Deputy. Jetzt, wo du in Begleitung bist, solltet ihr zwei euch mal auf den Weg zur Waldforschungsstation machen. Da wimmelt es von Kultisten. Das ist so eine Art Depot für ihr verdammtes Bliss. Schaltet sie aus und zeigt ihnen... Hilfe auf Abruf steuern. Drücke rechte oder links, um eine Hilfe auf Abruf zu bestimmten Ort zu bewegen. Drücke links, um deine Hilfe auf Abruf zu befehlen, das Ambisiergegner anzugreifen. Solange deine Hilfe auf Abruf nicht entdeckt wurde, versucht sie unentdeckt zu bleiben. Okay. Dass wir uns nicht mehr rumschubsen lassen. Mehr sind das aber nicht. Es wirkt. Okay, aber noch mehr. Okay, das sind einige. Ja, das stimmt schon. Das ist auf jeden Fall mehr, als ich mir jetzt vorgestellt habe. Rücke vor! Was? Ich mach sie richtig platt. In Position. Was zum Teufel ist das? Los! Wir müssen einen Killer finden! Heilige Scheiße! Wo sind die? Ich stoße vor! Warum ist das hier alles so, als wenn man hier high ist? Ach, wegen der Scheiße da. Was so? Jetzt ich. Okay. Also noch eins, Jungspund. Ich bin echt beeindruckt. In dir steckt echt mehr, als ich erwartet hatte. Du könntest die Sache mit dem Widerstand tatsächlich durchziehen. Als nächstes solltest du dich ums Funksignal kümmern. Mein Funkgerät spinnt. Ich kann keinen jenseits der Insel erreichen. Der Funkturm am Südstrand muss was abbekommen haben. Könntest du dich darum kümmern? Tu doch was. Bitte. Du bist ein Engel. Vielen Dank. Ich bin ein Engel, Leute. Ich bin ein kleiner Scheißengel. Okay. Ja, zu guter Letzt haben wir natürlich jetzt den Funkturm. Okay, wird gemacht. Ich bin dabei. Also gut. Nach dir. Naja, ich muss erstmal klarkommen mit der Steuerung, aber so schlimm ist es nicht. So, dann werde ich noch in diesem Part auf jeden Fall noch den Funkturm mitmachen. Und dann würde ich sagen, ist der Part schon wieder weitaus drüber. Ich will jetzt ungern schwimmen. Na gut, okay. So viel dazu. Was war das denn da eben? War das ein Fisch? Das sind Fische. Das ist ja geil. Kann man hier Fische angeln? Das wäre ja geil. War ja so ein kleines Feature, was das Spiel zwar jetzt nicht unbedingt bereichert um einiges, aber es wäre eine geile Idee, muss ich sagen. Achso. Okay, dann einmal zum Funkturm, da waren wir ja schon. Wundert mich, dass wir hier noch keine wilden Tiere gefunden haben.
Und Spliss oder was auch immer das sein soll, das soll anscheinend diese komische, giftige Substanz sein, die wir da schon kennengelernt haben. So, und noch einmal nach oben, weil es so schön war, liebe Leute. Tut mir ja auch leid. Aber ich habe gedacht, dass das eigentlich einfacher vonstatten geht. Beziehungsweise, dass ich es da jetzt schon hätte aktivieren können. Ich weiß, was du denkst, aber nein. Ich werde dich nicht im ganzen County auf Türme klettern lassen. Keine Sorge. Pass trotzdem auf, dass du nicht runterfällst. So, dann wollen wir das Ding mal wieder anmachen. Ach du Scheiße! Guckt euch das mal an, was hier alles ist. Hallo? Hier spricht Miss Mabel. Hallo? Der Kult hat die kleine Peaches geärgert und jetzt beißt sie den Wichsern ihre Schwänze ab. Okay. Nett. Besiege Joseph Heroide, um eine Konfrontation mit dem Vater zu erzwingen. Verstehe. Okay. Tja, Leute, ich würde sagen, wir haben einiges zu tun. Wie ihr seht, kartentechnisch gesehen, haben wir einiges zu tun. Ach, guck mal, da links ist nochmal alles aufgedröselt. Heilige Mutter Maria. Tja, ich würde sagen, damit wissen wir schon mal, wie die nächsten Parts aussehen. Ich würde behaupten, ich fange mit Jacobs Region an. Nur rein von den Punkten brauche ich da halt nur 10.000, um alles zu schaffen. Bei den anderen zwei sind es 13.000. Von da aus fange ich mit dem an und bin gespannt. Okay. Gute Jungs und Mädels. In dem Sinne, haut da rein, so mit dem bekannten Grinsen und seid im nächsten Part wieder dabei zu Far Cry 5. Haut da rein, mit dem ganz bekannten Grinsen. Tschüss.